So, Trickster Schurke, Schlingfandling meldet sich zurück aus der Welt von Neverwinter. Weiter geht's, ich bin auf der Jagd nach der verlorenen Nachricht. Bevor es jetzt losgeht, ich habe noch geschwind alle Kräfte und Talente und Attributpunkte verteilt. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich da kurz herzeigen, falls auch jemand neu beginnt, was ich hier gemacht habe. Ich habe mir ein paar Guides im Internet durchgelesen und zwar sollte man hier immer auf Geschick und Stärke gehen. Das heißt, Stufe 10, 20, 30, 40, 50, 60 bekommt man immer Attributpunkte dazu und diese kann man auf Stärke und Geschick bedenkenlos verteilen. So, dann die Talente gibt es hier. Das ist praktisch, ja, so ein Talentbaum eigentlich. Sagt der Name schon, das ist zwar kein wirklicher Baum, aber es geht hier mal mit allgemeinen Fähigkeiten los. Und dann hier rechts weiter mit sogenannten Vorbildern. Da kann ich hier einen jeweiligen Baum unter Anführungszeichen ausklappen. Und ich habe mich dafür entschieden, zum Henker zu werden. Und das ist sozusagen ein kritischer Trefferbild. Also eher auf kritischen Schaden ausgelegt. Und dann die Kräfte sind nicht sonderlich wichtig am Anfang. Ich habe hier zum Beispiel etwas genommen, was eigentlich nirgendwo empfohlen wird. Überraschungsangriff, 10% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, teste ich einfach mal aus. Aber ansonsten sind da die roten Skills recht wichtig und da schaue ich dann später noch. Okay, genug der einleitenden Worte, jetzt geht es los. Wo ist die verlorene Nachricht aus der Kuriertasche? Hier irgendwo. Sagt mir zumindest die Karte. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Ist zwar noch immer sehr düster und bewölkt. Aber der Regen hat sich von dannen gemacht. Also auch hier Wettereinflüsse und Umwelteinflüsse gibt es in Neverwinter. Oh, da bin ich wohl etwas zu weit gelaufen. Blende mal sicherheitshalber wieder meinen Questhelper ein, denn ohne dem geht ja irgendwie gar nichts hier. So, Hausierersteig. Kommt her, meine lieben Orks. Wow. Spell-scared Kommandant. Holla die Waldfee. Was geht mit dir ab, Bursche? Nimm dies. Und das. So, wo ist die Nachricht? Hier vielleicht. Sieht mir nach einem Schulranzen aus. Yes, Ziel erfüllt. Sauber. Diese Nachricht soll ich zu Hauptmann Janros bringen. Und der ist ganz woanders. Ich kann es nur abermals betonen. Das ist wirklich sehr angenehm, dass man nicht immer zum Questgeber zurück muss, sondern gleich weiter durch die Zone läuft und sich so ein paar Laufwege erspart, sozusagen. Was gibt es hier? Irgendwie sind diese Häuser schief gebaut. Oder war da ein Erdbeben zugange? Hey, nicht ausweichen, das wollte ich jetzt gerade nicht machen. Lass dein Schwert lieber mal eingesteckt. Sonst haben die Wachen vielleicht noch falsche Vermutungen. So, Hauptmann! Bereit zu helfen? Immer doch, jederzeit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Sehr gut. Diese Nachrichten enthalten wichtige Informationen. Bloß gut, dass den Orks der Sinn mehr nach Schätzen steht, als nach diesen Aufzeichnungen. Mach weiter! Oh, Stufe 12. So, manchmal sagt der NPC etwas anderes, als hier im Questtext steht. Das ist dann ein bisschen verwirrend, wenn ich versuche mitzulesen und vielleicht sogar vorzeitig nach einem Absatz abzubrechen. Aber gut, das wird schon noch irgendwie klappen. Laut der von euch geborgenen Nachricht des toten Kuriers sind die Orks nicht das einzige Problem hier. Angeblich ist in den Kanälen unter dem Krämerplatz noch eine Einheit der Nascher unter dem Kommando von Kar Nevrim verblieben. Kar Nevrim, ein weiterer Fiesling hier in Neverwinter. Nun gut, und ich bin schon wieder aufgestiegen. Was habe ich diesmal? Neue Talente. Die vergebe ich hier gleich mal. Also da werde ich erstmal diese zwei Skills
voll ausbauen. Waffenmeisterschaft und Aktionsvorteil. Alles klar. Und die Kräfte, da skille ich jetzt meinen täglichen Skill hoch. Das Blutbad. So, genug. Hast du noch was? Oh, eine neue Aufgabe. Der Händler. Es gibt einen Auktionshändler auf dem Marktplatz der Sieben Sonnen, der verfügbare Auktionen nach Gegenständen durchsucht, die euch nützlich sein könnten. Okay, gut. Dankeschön. Den werde ich schon noch finden. So, aber ich muss irgendwo in den Untergrund. Sie werden Lobeslieder über uns schreiben. Wieder mal. Ist ja irgendwie was ganz Neues. Ein weiterer Nescher-Fiesling wartet darauf, den Hintern versohlt zu bekommen. Der Abwasserkanal. Na, ich bin gespannt, ob sie ein wenig anders aussieht. Und diesmal passe ich wirklich auf. Fallen irgendwo? Nö? Dann ist ja gut. Denn nochmal falle ich nicht auf eure billigen Tricks hier hinein. Hier leuchtet was. Ah, zum Falle entschärfen, Taste F drücken. F wie Falle. Sehr schön. So, den Bogenschützen locke ich doch gleich mal um die Ecke. So gefällt mir das. Komm her. Boah, das ging schnell. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Welchen Level haben die Mobs hier? Level 11. Also eigentlich dürfte es passen. Ich habe allerdings so ein wenig gelevelt mit den Nebenquests und bin dadurch anscheinend jetzt schon recht stark. Aber ein Level höher. Ist schon noch alles im grünen Bereich. Das passt schon. So, hier war irgendwo etwas. Eine Falle. Muss ich die jetzt noch entschärfen? Nein. Die hat anscheinend schon zugeschnappt. Und da passt alles. Moment, hier war eine Abzweigung. Muss ich hier überhaupt lang? Der Questtext ist einfach. Karnevrim töten. Töten, töten, töten. Sowieso. Immer und überall, jederzeit. Schling van Ling, Trickserschurke und Kopfgeldjäger. Stets zu ihren Diensten. Eine Schriftrolle. Dadurch gibt es neues Wissen. Das ist für die ganz storybegeisterten Spieler. Kann man dann J drücken. Da gibt es hier einen eigenen Tabulator für Wissen. Und hier kann man sich eine schöne Kerze anzünden, sich ein Bad einlassen und dann die Protectors Enclave Wissensgeschichte durchlesen. Genauso wie ich hier noch Achievements habe. Hier, was gibt's hier? Alchemie auf Level 5 bringen oder ein Gefecht durchführen und so weiter und so fort. Aber genug Ablenkung, weiter im Text. Rebell der Nascher, Rekrut. So, zack, hinter die Ecke. Das scheint ein ganz guter Trick zu sein. Die Gegner folgen nicht mal. Das werde ich wohl häufiger so machen. Wow, eine Falle. Eine Falle. Hallo? Doch. Ich dachte, wenn die Falle einmal ausgelöst wurde, muss man sie nicht mehr entschärfen. Aber doch. Man muss. Man muss und man kann. Oh, der scheint mir recht groß zu sein. Nein, noch kein Karnevrim. Das ist... Hat mich der zurückgeschleudert? Ich bin zumindest nicht ausgewichen. Das ist noch ein ganz normaler Miniboss. Der große kommt erst später. Boah, Leuchteffekte. Damit hat man hier auch nicht gegeizt. Was gibt's hier noch außer Sicht? Ja, diese ganz normalen Items, also wie schon mal erwähnt, ich werde das nicht alles einsammeln, auch wenn mir dann unter jedem Video ganz viele Leute schreiben werden, du hast hier eine Schatzkiste übersehen, du hast hier das und jenes übersehen, du hast hier einen Mob übersehen. Nö, ich habe einfach nur keine Lust darauf. So einfach ist das. Oh, schöner kritischer Treffer. Und gleich noch einer hinterher.
Der nächste Vollstrecker. Ganz interessant finde ich auch, dass der Schaden immer zusammengezählt aufgelistet wird. Also hier, das addiert sich immer und ich sehe am Ende, wie viel Schaden ich zugefügt habe. Das ist auch mal ein sehr interessantes Modell und das kenne ich so bisher noch nicht. Hier hinten leuchtet auch zum Beispiel was, aber ich muss ja wirklich nicht alles angrabbeln. Wo kommen wir denn da hin? So. Hier einsammeln kann ich schon noch, obwohl das nur 3 Kupfer sind. Aber wäre das kleine nicht der Herz und so? Oh oh, Gift? Erneut eine Falle. Ich kann doch nicht überall aufpassen hier. Vor allem, das sind so viele verschiedene Arten. Das wird eine Weile dauern, bis ich die erstmal alle durchblickt habe. So, genügend Mobs. Blutbad! Ja, okay. Diese ganzen Fragezeichen. Aber Quest kann ich nirgendwo abgeben. Was soll das denn? Ich wurde darauf trainiert, dass ich bei einem Fragezeichen eine Quest abgeben kann. Meine ganzen Träume und Erinnerungen sind zerstört, wenn das hier nicht funktioniert. Was habe ich hier erhalten? Ein Diebstahlpaket. Okay, diese Falle konnte ich gerade noch im letzten Moment lokalisieren. Da hinten gibt es bestimmt auch noch gleich eine. Oder nicht? Das sagt uns jetzt das Licht. Links oder rechts? Was weiß ich, Mann? Stellt mich nicht immer vor solch schwierige Entscheidungen. Der Questhelfer sagt mir zwar links, aber ich kann nicht immer nur dem Questhelfer vertrauen. Kritisch! Bams! Ich mag den Trickster-Schurken. Ich glaube, da habe ich wirklich die passende Klasse ausgesucht. Die passt ganz gut zu mir hier, zumindest in diesem Game. Ob ich da mit einem eher Crowd-Control-mäßigen Magier so viel Spaß hätte, weiß ich nicht. Oder mit einem Tank. Das vermutlich noch weniger. Ah, was machst du? Wow, was war das? Corpse Explosion? Hat sich da einfach selbst in die Luft gejagt? Nein, was war das? Zumindest ein neuer Mob, den kannte ich so bisher noch nicht. Oh oh. Ja, bisschen blass siehst du aus. Gehst du eigentlich auch mal ans Tageslicht? So, unsichtbar und ich eröffne mit einem kritischen Treffer. Wamps! 700. Nicht übel. Ach, diese Bosse beschwören immer ihre Helfer im Kampf. Die können nicht mal ohne. Soll ich jetzt zuerst auf die Helfer gehen? Oder, boah, die kommen ja immer mehr. Wow. Lasst mich in Ruhe. Komm her. Kommen die wirklich unendlich oft? Dann klatsche ich vielleicht doch lieber zuerst den Boss weg. Und nimm dies. Saubere Arbeit, Schling van Ling. Und lauter Items, die ich nicht tragen kann. Mal schauen, was hier drin ist. Hallo? Einbrecherstiefel. Sehr gut. Ich hoffe, ich breche nirgendwo ein mit diesen. Nehme ich natürlich. So, die Quest ist erledigt und ich soll die Kanalisation verlassen. Ganz praktisch, dass die Endbosse zufälligerweise immer beim Ausgang stehen. Aber gut. So, wo gebe ich die Quest nun ab? Weiter in den Süden. Bin ich hier richtig? Ja. Ganz langsam und leise gehe ich fort. Erinnert mich gerade ein wenig an Herr der Ringe. Und schon wieder ein neues Lager entdeckt. Jetzt bin ich aber zu weit gegangen. Ich schieße immer über das Ziel hinaus, aber bei dieser Umgebung, da muss man auch mal kurz mit der Kamera umherschwenken. So. Wo ist er? Wo ist er? Ach, ich gebe die hier gar nicht ab. Da habe ich hier gerade irgendwie was Falsches auf der Karte gesehen.
Aber gut, wenigstens habe ich schon mal das neue Lager entdeckt. Also, Superkräfte aktiviert. Das ging ja schnell. Wie macht das der Schilling nur? Hauptmann Jan Ross. Haltet die Augen offen. Der hab ich. Ist überall. Hab ich. Ich hab sie immer offen. Beeindruckend. Karl Nevrim war wirklich eine Bestie. Ja, geht so. Macht weiter. Aufsehen erregen und den Nachschub zurückerlangen. Ja, nehme ich beides zum Mitnehmen, bitte. Die Vielpfeile haben wilde Haugenanführer, die sie bei Angriffen auf unsere Leute anpeitschen. Darum werde ich mich kümmern, keine Sorge. Und ich soll den Nachschub zurückerlangen. Die Vielpfeil-Orks plündern aggressiv die ganze Gegend. Der Heldentod erwartet uns. Ja, was denn noch alles? Nun gut, das reicht erstmal an neuen Aufgaben. Da muss ich nun also ins Zentrum dieser Map. Und das werde ich auch machen, aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal aus der Welt von Neverwinter. Treffen sich zwei Jäger, beide tot.